Hallo Sloblog-Freunde, willkommen zum zweiten Teil meiner Videoserie über die neuen BRM Muscle Cars Ford Mustang Camaro Z28. Im letzten Video hatte ich die Technik dieser Slotcars vorgestellt und die Karosserien dazu. Und in diesem Teil soll es darum gehen, den Carrera Digital Decoder einzubauen, damit man diese BRM Slotcars auf der Carrera Digitalbahn verwenden kann. Wie immer, wenn es ums Basteln geht, müssen wir an meinen Basteltisch. Ich nehme euch auch wie immer mit. Wir sehen uns gleich beim Löten. Den Ford Mustang habe ich schon fertig digitalisiert. Ihr seht, dass ich den Carrera Digital Decoder aus dem 132er Bereich eingesetzt habe. Dafür sind auch die Aussparungen geeignet, also hier für den Schiebeschalter und hier für die Fotodiode, die Bohrung. Dieser Decoder, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und hier seht ihr, dass ich die Kabel entfernt habe, die zur Beleuchtung gehen. Und hier hinten für die Rücklichter, die Kabel sind auch entfernt. Ich brauche nur die Zuleitung einmal zum Motor und einmal die Zuleitung zu den Schleifern. Darauf müsst ihr achten, dass die Polung stimmt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Also den habe ich schon mal vorbereitet. Und hier den Camaro, den machen wir jetzt zusammen. Wir brauchen für die Digitalisierung mehrere Bauteile, natürlich einmal den Decoder, dann habe ich hier eine Schraube mit 10 mm Gewindegang, eine Kunststoffdistanzhülse 4 mm und eine Kunststoffdistanzhülse 2 mm. Die brauchen wir nachher einmal, um zwischen Schraubenkopf und Platine eine Isolierung hinzubekommen, deswegen auch Kunststoffhülsen, damit wir hier keinen Kurzschluss produzieren, und die 4 mm Distanzhülse befindet sich zwischen Motorplatte und Decoder. Ihr seht, beim bereits umgebauten Ford Mustang habe ich die Kabel direkt auf die Platine gelötet. Das setzt natürlich voraus, dass ich vorher am Decoder erstmal alle vier Kabel hier entferne. Wenn ihr die Platine habt mit Blinkfunktion, habt ihr vorne noch ein zweites Kabel dran. Die müssen alle vorher runter. Eine andere Alternative ist natürlich, ihr lasst die Kabel dran und besorgt euch jeweils für einmal hier vorne für die Stromaufnahme den Gegenpart, also den Stecker, und hier zum Motor hin braucht ihr die Buchse, und dann könnt ihr einfach die Kabel an den Motor oder eben vorne an die Schleifer direkt anschließen und dann bloß den Steckkontakt zum Decoder benutzen. Ich baue jetzt aber den Camaro genauso um wie den Ford Mustang, weil mir diese Art der Verbindung lieber ist. Ich vermeide hier die Wackelkontakte, die Möglichkeit von Wackelkontakten beim Stecker, und mir ist es einfach so lieber, und lieber greife ich zum Lötkolben, als dass ich diese Stecker jetzt benutze. So kriege ich es einfach sauberer hin. Zur Vorbereitung jetzt, um diese Kabel auszulöten, bietet sich an, mit einer Lötsaugpumpe zu arbeiten. Es geht aber auch ohne, zeige ich euch gleich. Und was man dazu einsetzen kann, sind diese helfenden Hände. Da kann ich die Platine schön festmachen und habe dann zwei Hände frei, um die Kabel auszulöten. Diese helfenden Hände kann man auch wunderbar zum Lackieren einsetzen. Seht ihr an dem, der ist schon schön gelb lackiert. Ich verwende den auch, um Teile eben festzumachen und dann mit der Spüldose oder mit der Airbrush zu lackieren. Wenn ihr keine helfende Hand habt, dann könnt ihr auch eine andere Methode machen, indem ihr einfach die Platine schon mal vorab hier festschraubt und praktisch das Slotcar dann als Halterung nehmt, und ihr habt dann auch zwei Hände zum Löten. Mit einer Hand kann ich am Kabel ziehen, mit der anderen Hand kann ich die Lötpunkte hier aufweichen und das Kabel dann einfach rausziehen. Dabei aber aufpassen, dass ihr mit den Lötkolben nicht an die Reifen kommt, sonst habt ihr sozusagen gleich mal so eine Art Bremsplatten im Reifen. Also Reifen am besten abziehen, dann kann da nichts passieren. Wer sich jetzt nicht traut, an die Platine mit den Lötkolben ranzugehen und auch keine Stecker oder Buchsen hat, um die Steckverbindungen hier zu nutzen, kann natürlich auch die Methode hier anwenden und die Kabel hier auf der Länge ablängen und dann diese Kabelenden später mit den Kabeln, die bereits im Slotcar vorhanden sind, also mit den schwarzen hier, direkt zu verlöten, ist auch eine saubere Lösung. Ich habe halt dann die Kabel verbunden. Funktioniert alles. Ich mache es jetzt so wie beim anderen, dass ich die schwarzen Kabel direkt auf die Platine auflöte. Die Kabel sind entfernt. Wir können jetzt dann den Decoder hier festschrauben. Reihenfolge ist so: Platte,
4 mm Kunststoffdistanz, Decoder 2 mm Platte, Schraube mit 10 mm Gewindegang. Hier muss man aufpassen, ihr seht, hier ist ein kleiner SMD-Widerstand verlötet, dass ich den nicht beschädige, wenn ich dann hier die Schraube mit der Distanz von oben hier reinbringe. Also hier ein bisschen vorsichtig sein, damit man nichts beschädigt. Im nächsten Schritt werde ich dieses Kabel hier, das will ich ja weiterverwenden, ich muss es jetzt nur durchschneiden, also ich muss vom Motor, muss ich hier an diese beiden Kontakte hin und vorne von den Schleifern muss ich hier an die beiden Kontakte hin. Deswegen kann ich jetzt das Kabel so ablängen, dass es gleich passt hier hinten, also ich lasse ein Stück mehr Abstand, so einen Zentimeter ungefähr und schneide dann hier einfach durch. Und vorne auch. So, jetzt muss ich die Enden abisolieren. Es geht ganz einfach mit dem Fingernagel. Ich verdrehe die Enden, dass sie nicht ausgefranst sind. Jetzt an denken, Lötkolben, sehr heiß, kann die Reifen beschädigen. Wenn ihr Angst habt um die Reifen, macht sie einfach vorher ab. Ansonsten holt euch den Lötkolben und verzinnt diese Kabelenden. Jetzt beim Verlöten der Kabel auf die Platine muss man unbedingt auf die Polung achten. Wenn ich hier die zwei Kabel falsch anschließe, dann fährt mein Auto beim Gasgeben rückwärts. Ist also nicht schlimm, kann nichts kaputt gehen. Hier vorne, wenn man die Sache verpolt, weiß ich nicht, was passiert. Deswegen lieber vorsichtig sein und gleich richtig machen. Zeige ich euch gleich, wie es geht. Ich fange hinten am Motor an. Wenn ihr euch den Motor anschaut, man wird es jetzt nicht sehen, weil die Schraube die ganze Sache verdeckt. Ihr findet an dem Motor eine rote Markierung. Die ist nur auf einer Seite, nämlich hier an dem Kabel vorhanden. Dieser Motorgehäuse ist ein roter, runder Punkt. Und das ist der Pluspol des Motors. Also schaut nach, wo der rote Punkt ist, Pluspol. Und dieser Pluspol muss hier am Decoder an die Stelle M2 oder hier die innere. Also Plus muss hier hin. Und ihr seht jetzt, ich habe das abisolierte Kabelende, ist etwas zu lang. Das schneide ich mir jetzt einfach noch ein Stück ab, dass das dann sauberer aussieht. Ich löte es jetzt hin, so ist es jetzt nicht optimal. Ich habe nur das Problem, dass zwischen dem Slotka und meinen Lötkolben oder meinen Armen besser gesagt das Kamerastativ steht. Deswegen sieht es jetzt vielleicht alles ein bisschen krumm aus und zittrig und wackelig. Aber das liegt einfach dran, weil ich einen halben Meter Abstand halten muss, um das Ganze so filmen zu können. Die Seite hier geht genau nach außen, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Der Seite folgen, die geht auf diesen zweiten Pin von der Außenkante her gesehen. Also genau so wie die Kabel hier kommen, hier auf die Pins drauf gehen.
Das war's schon. Wir sind eigentlich an der Stelle komplett fertig, können jetzt die Karosserie draufschrauben und auf die Bahn gehen. Kleiner Tipp noch, bei den BRM-Slotcars oder generell eigentlich, wenn man mit Metallfahrwerk fährt, da gibt es keine Rückstellfeder für den Leitkiel. Aber ihr seht, dass trotzdem der Leitkiel sich schon fast mittig ausrichtet, wenn ich ihn loslasse. Diese Ausrichtung bekommt man hier durch das Biegen der Kabel hin. Wir haben in den beiden Autos, also sowohl im Ford als auch im Camaro, nach oben hin zur Motorhaube viel Platz. Jetzt kann ich die Kabel so im Bogen kommen lassen und so auf die Seite biegen. Und dann kriege ich das hin, dass sich der Leitkiel bei einem Abflug schnell gerade stellt. Macht es dann im Einsetzer viel einfacher, das Auto wieder reinzusetzen, wenn der Leitkiel sich nach dem Hochheben ausrichtet und nicht so schräg hängt, weil dann ist das Einsetzen immer ein Problem und kostet unnötig Zeit. Gut, also beide Autos sind jetzt digitalisiert und wir können zum Fahrtest übergehen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, das Ganze. Ihr habt mal gesehen, wie man so einen Decoder in die BRM Muscle Cars einbaut. Viel Spaß beim Nachbauen, viel Spaß beim Fahren mit diesen fantastischen Slotcars auf eurer Digitalbahn. Wir sehen uns im nächsten Video mit dem Fahrtest zu diesen beiden Autos. In dem Fahrtest wird es dann darum gehen, einmal mit Gummireifen zu fahren, die eben im Lieferzustand dabei sind. Und ich habe mir noch Mussgummireifen gemacht und dann testen wir mal, vergleichen die Reifen, vergleichen die beiden Slotcars natürlich miteinander. Und testen, ob Weichenschaltung und Zeitnahme, ob das alles ganz gut funktioniert. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Slotten. Bis bald, Roland von slotblog.de.